Jo, Friends, der Sand ist jetzt getrocknet. Allerdings fand ich das echt ziemlich hässlich, deswegen habe ich kurz einen Prozess gemacht und den ganzen Sand einfach wieder runtergekratzt. Als es erledigt war, habe ich dann angefangen, mit Spachtelpaste erstmal das ganze Bild wieder weiß zu grundieren. Da die Paste ein bisschen dicker ist, konnte ich damit dann auch schöne Strukturen reinbringen. Und Leute, ich muss ehrlich sagen, ich liebe das Zeug. Mir macht das super viel Spaß, mit so einem Spachtel einfach random solche Muster reinzumachen. Das Ganze muss jetzt trocknen, also kommt wieder für Part 3.